Das, was ich euch jetzt zeigen werde, das hat mein Leben absolut verändert. Ich war zwar früher immer schon brutal fleißig, ehrgeizig, ich hatte große Ziele, aber ich habe trotz extrem viel harter Arbeit nie so richtig was erreicht und ich kam nie so richtig voran. Das heißt, ich habe extrem viel gestrampelt, aber es ging einfach irgendwie nicht vorwärts. Und ich sehe viele Menschen, bei denen das auch so ist. Und ich habe jetzt aber wirklich eine Lösung. Und für 2020 möchte ich nicht, dass du jetzt hergehst und wieder sagst, ah, ich warte bis Januar oder bis irgendwie neuer Abend oder bis heiliger Abend, um meine Ziele zu machen, sondern ich setze jetzt meine Ziele und vor allem, ich will jetzt, dass du mal weißt, was du alles auf dem Schirm haben musst. Denn die meisten Menschen, die sind nicht irgendwie faul oder so, denen fehlt einfach nur die Klarheit und die wissen nicht, was sie alles beachten müssen. Und aus dem Grund habe ich jetzt mal eine Zusammenfassung gemacht, was du alles beachten musst, wie du richtig Ziele setzt, planst und dich selber analysierst für 2020. Und ich habe da drei komplett kostenlose Downloads für dich gemacht. Das heißt also, du kannst jetzt hier unter diesem Video klicken und dann kommst du auf eine Page, da wird dir komplett erklärt von A bis Z, wie bekommst du das Selbstanalyse-Tool und wie kannst du dich selber analysieren. Dann, wie kannst du für dich persönlich herausfinden, was deine Vision ist, deine Mission, deine Ziele, und dann, wie kannst du das Ganze wirklich strukturiert planen und in einem Jahr 4 Jahre haben. Denn genau das habe ich gelernt. Ich kam hier nach München und ich habe komplett gesehen, hey, die haben einen Terminkalender, die haben einen Plan, die haben wirklich so Projektabläufe und komischerweise arbeiten die teilweise sogar weniger als ich, aber sind viel effektiver und kommen deutlich besser voran und vor allem, es schaut hinterher viel mehr raus. Die sind richtig, ja, reich, Punkt 1. Punkt 2, die sind glücklich. Punkt 3, die bringen ihre Produkte, ihre Dienstleistungen auf den Markt. Also die schaffen es, ihre Selbstständigkeit, ihre Arbeit zu skalieren. Und die haben auch einfach mehr Kontrolle und mehr Zeit im Leben. Und die haben auch vor allem ihre Emotionen besser im Griff. Was sind jetzt Dinge, die man alles beachten muss? Fangen wir mal an mit diesem Sheet hier. Lad sie am besten runter. Und dann kommst du auch zum 2-stündigen Workshop, wo ich mit dir gemeinsam und 1000 Leuten insgesamt hier den kompletten Gameplan für 2020 mache, wo die durchschnittlichen Resultate sind, dass man nach einem Jahr 3 bis 5K mehr im Monat verdient. Mit, ja, trotz mehr Arbeit doppelt so viel Freizeit hat und es einem vor allem emotional viel besser geht und auch deutlich freier ist. Und ich fange mal an mit dem Thema Zeit. Hast du wirklich auf dem Schirm, wie viel Zeit du dir nehmen kannst? Jetzt ist ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Schreib mir mal hier drunter, ob du wirklich mehr denkst wie jemand, der nach vorne geht oder jemand, der sich eher in der Opferrolle sieht. Denn Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, die sehen sich eher in der Opferrolle. Denn erfolgreiche Menschen, die nehmen sich Zeit, die machen Zeit. Okay? Und hier werden wir schauen, wie viel Zeit hast du. Dann im zweiten Punkt musst du auf dem Schirm haben, wie viel Energie hast du, denn Zeit ohne Energie bringt dir nichts. Wenn du schlapp bist nach der Arbeit, das bringt dir ja gar nichts. Das heißt also, wir werden einen Energielevel-Check bei dir durchführen in diesem Workshop. Das nächste ist, man muss schauen bei den Emotionen. Ja? Denn wie ich mich fühle, bestimmt wie ich handle. Wenn ich motiviert bin, dann handle ich und ich mache extrem viel und ich setze um. Wenn ich demotiviert bin, dann bekomme ich nichts umgesetzt, okay? Und dein Denken, ja, das bestimmt, wie du dich fühlst. Dein Denken kommt von deinen Glaubenssätzen und deine Glaubenssätze von deiner Identität, die du selber in dir persönlich siehst. Und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einen Moslem, der handelt so, dass er zum Beispiel kein Schweinefleisch isst, weil der fühlt sich bei Schweinefleisch definitiv unwohl, weil er denkt, dass es was Schlechtes ist, ja? Weil er nämlich glaubt, dass er es nicht essen darf, weil er in seiner Identität, in seiner Religion sieht, dass es verboten ist. Das heißt, wer bist du, ja? Was glaubst du, deswegen denkst du, deswegen fühlst du, deswegen handelst du, okay? Und das müssen wir durchgehen, auch wie viel Klarheit hast du, wie viel Motivation hast du, was ist denn dein Selbstbild, wie sind deine unternehmerischen und deine Soft Skills, wie triffst du Entscheidungen, nach welchen Kriterien
Und was ist dein Umfeld, deine Informationen? Denn all diese Dinge müssen wir in 2 Stunden durchgehen, zum Schauen, wie hast du das denn auf dem Schirm? Das nächste Ding ist das Thema Geld. Ja? Wie baust du dir nächstes Jahr deine eine Einnahmequelle aus und wie baust du dir eine zweite und eine dritte Einnahmequelle auf? Der nächste Punkt, wie schaust du mit deinen Ausgaben aus? Ausgaben. Und dann, auf welchem unternehmerischen Level stehst du aktuell, okay? Das nächste, welche Probleme hast du? Schreib dir mal auf, was waren letztes Jahr deine größten Probleme und was sind die Probleme, die du um dich herum siehst. Denn nur aus Problemen kann sich eine Dienstleistung, ein Produkt und eine Mission ergeben. Das heißt, Probleme sind was Gutes. Ohne Probleme gäbe es keine Produkte, keine Dienstleistungen, keine Mission, keine Vision. Und was sind denn auch deine Strategien und deine Prinzipien, nach denen du arbeitest? Ja, werden wir alles hier gemeinsam aufschreiben. Dann, was ist deine große Vision? Was ist dein 3-Jahres-Ziel, dein Jahresziel, dein Wochenziel, deine To-Dos und deine Prioritäten? Ja? Was sind deine Top-Dinge und was ist dein One-Thing? Ja? Und wie schaut denn dann dein Tagesplan aus? Wie schaut der aus? Also das sind alles Dinge, die du auf dem Schirm haben musst. Des Weiteren musst du auf dem Schirm haben, was ist es für eine Wirtschaftslage? Wie schaut es politisch aus? Was sind die Trends? Was machen Familie und Freunde? Was ergeben sich für Chancen? Und all diese Dinge musst du auf dem Schirm haben. Und deswegen, jetzt geht es wirklich darum, schau das Video vielleicht noch ein zweites, drittes Mal an. Überleg, und in diesem Video soll dir eigentlich wirklich nur der Kopf, der Horizont aufgemacht werden, dass du alle Dinge auf dem Schirm hast für 2020. Und dann gehen wir weiter, schreiben uns die Dinge auf. Klick einfach hier unten auf die Links, dann wird dir erklärt, wie es weitergeht. Dann kommst du rein in das Thema PDF downloaden und dann kommst du in den Workshop, wo wir wirklich Ziele setzen und dann schauen, was brauchst du, welche Ressourcen, Werkzeuge und Fähigkeiten, welche Schritte, welchen Actionplan bauen wir dir für 2020. Und zwar bauen wir dir das alles erstmal gratis. Ja? So was habe ich noch nie gemacht, werde ich auch wahrscheinlich nie wieder machen und du machst es genauso, wie ich es auch mit meinem Team hier mache. Okay? Dann eine weitere coole Sache, die ich noch zeigen wollte, Leute, und zwar, schaut mal her. Wir haben jetzt die neue Juicery Store Page, wollte ich noch ganz kurz zeigen. Also in Stuttgart, die Juicery, haben wir jetzt das komplette Menü auch online. Ich hoffe, man kann es gut sehen, ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr, oder? Geht's? Ja, perfekt. Schaut mal, jetzt könnt ihr auch mal sehen, was es bei der Juicery alles so gibt. Ist noch nicht ganz fertig, aber es wird langsam. Und wir bauen gerade einen weiteren Store hier in Milaneo in Stuttgart, Leute. Also geht bald auf, hier Milaneo. Stuttgart, könnt ihr sehen, Leute. Bam, ja. Ich schenke dir 3 Dinge für maximalen Erfolg 2020. Einmal den PDF-Download, wie du dich selber von A bis Z analysieren kannst. Das heißt also, dein Zeitplan, dein Zieleplan, dein Energielevel, Gesundheit und natürlich auch Thema Geld. Das nächste wird sein, ein kompletter Jahresplan mit Strategie. Und das dritte wird sein, ein Workshop, wo wir das gemeinsam durchgehen. Klick einfach hier drauf. Da kommst du auf die nächste Seite und kannst dir alles kostenlos ansehen. Hier Leute, die neue Transferra Card kommt auch bald von uns, also check mal transferraapp.de ab. Da kann man sich ein richtig geiles Online-Konto machen und sogar auch mit Kryptowährungen das Konto aufladen und dann im Laden in Euro bezahlen. Und eine weitere coole Sache ist folgende. So, und zwar, hier kommt der neue Live-Building-Shop auch, Leute. Und hier könnt ihr dann sehen, welche Produktkategorien es geben wird. Also es kommt Merchandise, Mastermind, Education, Events, Webinare. Also es kommt wirklich viel Zeug. Wir werden T-Shirts haben, wir werden Poloshirts haben, wir werden Hoodies haben, wir werden Caps haben mit verschiedenen Sprüchen. Und das neue Logo, Leute, schaut hier, wie es ausschaut, Live X. Und zwar deswegen E hoch X, weil das Leben fängt so klein schwer an, dann geht es richtig hoch. Das waren die Updates. Des Weiteren, wenn ihr auf karl-s.com geht, da könnt ihr euch auch hier anmelden für den Live-Building-Newsletter und vieles mehr.
Also schaut schon mal gut aus. Hier haben wir auch den Business-Test, Leute, den Geld-Test. Also richtig, richtig geil. Der Jahresplaner, also super. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir noch was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Hier kommen nur solche Business-Videos, wirklich Education-Videos fürs nächste Jahr. Live-Building wächst extrem stark. Die Brand, die Community, der Content, die Resultate der Mitglieder. Ciao. Leute, der Ed ist hier. Ich bin selbstständig seit mehreren Jahren, Inhaber der Agentur Webmaster Studios in München und seit mehreren Monaten dabei in der Privatiergruppe. Und ich profitiere wirklich täglich davon zu lernen, wie ich mich besser diszipliniere, besser strukturiere, besser mit Geld umgehen und wie ich einfach profitabler arbeite, ja? Und Step by Step einfach mein Business expandiere. Also extrem wertvoller Content für jeden, der Bock hat, was zu reißen. Haut rein. Wir sind jetzt hier in Zürich auf einem Event, auf dem Future Business Meeting bei Karl S. und Niki Taschew. Und wie fanden Sie das Event? Wie fanden Sie Karls Rede? Was könnten Sie vielleicht mitnehmen? Und was werden Sie vielleicht auch umsetzen? Ja, ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich habe 10 Seiten geschrieben. 10? Und ich werde das sicher wieder noch einmal gut ins Reine schreiben und möglichst viel davon umsetzen. Also manches mache ich schon. Ich mache schon ein Controlling, aber ich werde das Zeitmanagement auf jeden Fall noch viel besser machen. Auch das mit dem Entscheidungen beobachten finde ich extrem gut, herauszufinden, was entscheiden wir selber und wo sind wir gesteuert. Das fand ich jetzt gerade am Schluss noch mega hilfreich. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also würden Sie so ein Event weiterempfehlen? Unbedingt. Also alle, die nicht gekommen sind, haben echt etwas verpasst. Selber schuld. Also da muss man kommen. Und ich hoffe schwer, ihr kommt wieder in die Schweiz, denn ja, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Für so ein super Feedback komme ich auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Servus, ich bin der Fabian Weber, ich bin 23 Jahre alt und ich habe vor 8 Wochen den Online-Kurs von Karl S. teilgenommen und es war die beste Entscheidung, weil ich dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen habe, wie ich mich richtig selbstständig mache. Und ich habe nach 3 Tagen schon den ersten Kunden, wo ich meine komplette Dienstleistung verkauft habe. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, egal wo du gerade stehst, weil es hat einfach mein Leben massiv verändert. Wie hat es dir gefallen? Wie hat dir das Event gefallen? Wie hat dir die Rede von Karl gefallen? Super, alles. Alles recht geil. Viel Information, Feedback. Und, Input meine ich natürlich. Auch wichtig, jetzt auch bei jedem Vertrieb tätig. Und auch wichtig da damals, nicht was zu hören, was er so sagt. Das hat mir super gefallen. Und du hast auch gesagt, du bist in der Privatiergruppe. Einfach mal unsere Zuschauer, einfach mal ein kleines Feedback. Wie findest du die Privatiergruppe? So einfach mal grob zusammengefasst. Ja, auf jeden Fall viel zu lernen. Ne? Man hat da viele Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, was man sonst im Alltag halt nicht so hat. Auch woanders nicht so unbedingt bekommt. Und das ist halt sehr schon wichtig, auch jetzt im Alltag zu haben oder allgemein. Das Wissen anzuhalten. Okay, top. Ich danke dir, David. Ja.